Moin, hier ist der Peter, euer Stuckateur. Den Hintergrund kennt ihr noch nicht, der ist neu. Da habe ich jetzt einfach mal ein Video dazu gemacht. Und da war ja hier das braun-beige mit dem guten Morgen hier. Ne? Das ist jetzt die neue Wand in meiner Küche. Das ist Farbe gespachtelt und gefällt uns richtig gut. Das ist das Wichtigste. Und mir gefällt es richtig gut und meiner Frau auch. Weil in dem ganzen Video erzähle ich nämlich ein bisschen was davon. Ja, wie wir das so ein bisschen gemacht haben. Ne? Wenn ich mich da vorne hinstelle, kann man diese Schattierung nicht erkennen. Und aber das ist ja, deswegen habe ich es jetzt mal so gemacht. Und ganz am Schluss gibt es Bild oder Video, wo man das so ein bisschen erkennen kann, wie das aussieht. Wir sind zufrieden, uns gefällt es und das war's. Wer Bock hat, so was nachzumachen oder mal was auszuprobieren, wer sowas ausprobieren möchte, kann das gerne tun. Viel Spaß bei dem Video. Moin, hier ist der Peter, euer Stuckateur, in meinem Aufnahmestudio in der Küche. Also, Tisch ist draußen, Bretter auf, alles auf. Und jetzt mache ich eine Farbe, also ich spachtel hier auf der Wand, spachtel ich mal wieder die Farbe in einem Grauton, zwei Farbtöne sind das. Das wird alles grau gestrichen und so ein helles Grau. Haben wir uns gewünscht. Jetzt haben wir Tisch und alles draußen. Jetzt machen wir das Gedönste ab. Haben uns da dran gesehen. Und ja, wir wollen das, diese Spachteltechnik haben. Die gefällt uns sehr. Und damit gehen wir dann auch einmal hier. Gehen wir hier einmal so die Ecke rum. Das gefällt uns. Ne? Und jetzt fangen wir so langsam an. Meine Frau und ich. Die steht da vorne in der Ecke. Ich lappe die wenn ich will auf das Bild. Die ist schüchtern. Ich aber nicht. Und ich sage, komm mal ab, ich will mich. Nee, will ich nicht. Ich sag, ja, wir machen jetzt hier das Gedöns ab, ein paar Löcher zu spachteln, dann kann das trocknen, dann kann man das schleifen, grundieren und dann, ja, dann sieht das hier bald alles anders aus hier. Ne? Guck nochmal, wie das aussieht jetzt. Und Schatz. Zum Glück bin ich mit der 26 Jahre, wie sind die, die nackt? Zum Glück bist du mit mir schon 26 Jahre zusammen. Die haut nicht mehr ab. Wir kriegen nichts Neues mehr. Doch, die vielleicht. Ich aber nicht mehr. Jetzt haben wir Samstag. Ich fange an. Womit fange ich an? Steckdosen, also die Blenden demontieren. Früher habe ich die abgeklebt und drumherum gestrichen. Mache ich nicht mehr. Also da, wie gesagt, man lernt ja über die Jahre immer mehr dazu. Jetzt mache ich die ganzen Steckdosenabdeckungen mache ich ab, streiche dann dagegen und später die Blenden kommen drauf. Also wenn man das, ich glaube, das muss man mal beim Maler muss man mal zuhören. Ne? Man kommt darauf an, wenn man länger nicht gestrichen hat oder so und die Steckdosen, sag mal, vergilben oder wenn eine Raucherbude da ist, dann kann man die alle abmachen, schön sauber machen und dann später wieder dran. Ne? So. Erstmal Steckdosen blenden ab, abdecken den Boden, die ja, Löcher zuspachteln, trocknen lassen, Fenster abkleben, Acryl drauf und. Yippie-ja-je, zu Hause arbeiten, bin ich ganz ehrlich, habe ich keinen Bock. Aber ich mache meine Frau ein bisschen glücklich. Folie dran. Ey, geil, ey. Das ist so schön, da kann man ein bisschen sauber, kann man ein bisschen Jas geben. Ganz wichtig, abkleben ist wirklich so. Und hey, da kannst du ganz, wenn mal ein Klecks auf den Boden fällt, weißt du, das ist nicht so schlimm. Ne? Hier, was macht man noch? Lasst mal am Fenster, lasst da von der Wand circa 2-3 mm Luft, ganz dünn Acryl rein. Das ist ein bisschen dunkel hier, ja, ganz dünn Acryl rein und wirklich, dass es auf dem Klebeband auf Null ist. Auf Null wegdrücken, ja? So, und dann können wir später, habt ihr wirklich eine scharfe Kante. Was mache ich hier, weil ich ein Grau streiche, nehme ich ein graues Acryl. Es gibt nicht viele farbige Acryl, ich glaube Acryl kenne ich eigentlich nur weiß und eins habe ich gefunden in Grau. Das heißt meistens,
wenn ich jetzt hier weißes Acryl nehmen würde bei den Anthrazitenfenstern und man hat das nicht sauber am Klebeband weggemacht, ne? Oder nicht so dünn weggestrichen. Und dann macht man das Klebeband ab und dann kommt das, sagen wir, man streicht jetzt hier auch Anthrazit und dann kommt dann ein weißes Acryl später raus, wenn man das Klebeband wegmacht. Deswegen nehme ich ein graues Acryl, das fällt dann nicht so auf. Ja? Das sind so Kleinigkeiten. So. Ich fange wieder mal mit so an. Ich habe das jetzt wieder gespachtelt, das Ganze gedönst. Hier war damals eine Kante drin, also das habe ich danach gestrichen, abgeklebt hier, danach gestrichen, dann entsteht da so eine kleine Kante. Wenn man jetzt direkt darüber die Farbe spachtelt, das würde man später genau das sehen. Also sagen wir so, der Untergrund, wenn der einen Hubbel drin hat oder Kanten, Löcher, verzeiht sehr wenig. Ne? Also natürlich, wenn irgendwas drin ist, dann ist es halt so, ist halt ne Handwerk, ne, die Schlimmeres, ne. Und deswegen bin ich aber trotzdem die ganze Sache, habe ich die einmal vorgespachtelt, schleife die dann ein bisschen bei. Und ja, da wie gesagt, damit man später nicht diese Kanten, diese Farbkante, die wird dann später sichtbar leider werden würden. Ja. So. Immer wieder. Das wird der Farbton, der trocknet noch auf, einmal vorgestrichen jetzt und hier fange ich an, diese Wand auch einmal vorzustreichen, geschliffen habe ich die, also war schon ein paar Kitchenbandmisse drin, jetzt habe ich die geschliffen und jetzt streiche ich die einmal vor, da habe ich angefangen, das mache ich jetzt, dann streiche ich nochmal den ganzen anderen Rest, der nur gestrichen wird. Und diese Wand kommt dann später als Spachteltechnik, Farbe spachteln. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, ob das Jodo sieht. Wenn nicht, ein Specher musst du mit leben. So, ich habe die Grundfarbe, die ist da vorne, die habe ich gestrichen. Und die werde ich mit einer Abtönfarbe da unten, irgendeine Vollabtönfarbe. Natürlich nehme ich schwarz, weil ich hätte hier gerne einen kräftigeren Ton. Wir trauen uns jetzt mal was, meine Frau und ich. Wir waren nie so mutig. Wir machen die Wand dunkler. Das ist so der Eyecatcher dann hier, so, ne? Ob das nachher was wird, egal, wir probieren es einfach. Und dann leben wir halt 5 Jahre damit, man gewöhnt sich an alles. Ich habe mich auch an meine Frau gewöhnt und meine Frau hat sich an mich gewöhnt. Meine Tochter ist gerade sauer auf mich. Ich habe der Fernsehverbot. Ich habe gesagt, ey, mach was leise, habe ich nur gesagt. Ne? So, also, Grundton, das ist die Farbe. Die Farbe, die fülle ich mir um in diesen Eimer, in den weißen Eimer. Den mache ich dunkler und dann spachtel ich die mehrmals. Ich nehme einmal den dunklen Ton, spachtel ich zuerst fleckig, dann spachtel ich, wenn das fertig ist, spachtel ich den helleren Ton, den normalen Ton. Siehst du, meine Kinder drehen hier gerade durch, ich muss mal wieder Pause machen und ausflippen. So, Kinder gemaßregelt, mit Schlägen, mit allem und dran. Nein, ich habe die darum gebeten, mal ein bisschen leise zu sein, wenn ich hier ein bisschen filme. Also, Farbe, einmal für dunklere Farbe, Abtönfarbe und ich behalte aber auch, da ist ein Deckel dabei, die behalte ich die Farbe, falls doch irgendwann mal ein Loch falsch gebohrt ist oder was auch immer, dann kann ich versuchen, es ein bisschen nachzubessern. Ich versuche es. So, dann einmal mit dem Schwämmchen für später das Werkzeug sauber zu machen und was haben wir noch? So eine Spatula-Stuhlkelle nehme ich. Seht ihr mal hier, was habe ich da genommen, könnt ihr mal erkennen, von der alten Säge habe ich mir den Schutz weggemacht, weil wenn du die mal wirklich in den Eimer reintust, da darf keine Kante drin sein, also so ein Schlag oder so. Das Werkzeug darf nicht kaputt gehen. Ja. So, ich zeige euch noch mal kurz noch meine Instagram-Küche hier. Sieht ein bisschen wüst aus, aber so ist das halt, ne? Familie mit 2 Kindern. Dann ist halt alles drauf. Und jetzt ist hier ein bisschen Baustelle, die Küche ist halt ein bisschen wild. Ne? Was ich geil finde, ich finde oben ja den Streifen, finde ich, wenn man den abklebt. Den habe ich vorher weiß gestrichen, das hatte ich vorher nicht. Weil streichen, abkleben und streichen dann später wieder ab. Einfach nur. Also das ist so, meines Erachtens ist das eine schöne Sache. Du brauchst nicht immer Stuck an der Decke. Ne? Aber das macht schon was her, der Streifen. Ne? Gut, ich zeige jetzt mal ein paar Schritte, wie das mit Farbe spachteln geht. Das Endergebnis mache ich dann von hier.
stelle ich euch dann nachher hier hin. Na, ich gehe auch hier die Ecke rum. Warum gehe ich hier die Ecke rum? Weil die Benz hier immer oder jeder hält sich hier fest. Und die Farbe, das kann man so ein bisschen, ist ein bisschen abwaschbar. Ja? Und dann haben wir hier demnächst schönes Licht von dem Fenster und dann glänzt das. Also das werde ich euch ein paar Mal zeigen. So, Dualaufnahme am Start. Originalfarbe umgetopft. Das ist hier so ein ganz, ganz kleiner Eimer ist das hier, ja, den ich sauber gemacht habe. Keine Ahnung, wie viel da rein passt. 2,5 Kilo passt da rein. Ist wirklich ein kleiner Eimer. Seht, der ist hier ein Viertel voll. Der Eimer ist ein Viertel voll. Das reicht komplett. Ja, für diese Wand hier. Für diese Wand wird das komplett reichen. Ja, wie gesagt, Abtönfarbe, Spezialkelle. Dann nehme ich mir noch eine Spachtel. Ja, ein kleines Rührhölzchen, ne? Und die kommt jetzt gleich hier, die Abtönfarbe kommt hier rein. Frage ich gleich meine Frau, ob die dann mit dem Farbton zufrieden ist. Und dann bis gleich. So, jetzt mache ich einfach mal Abtönfarbe rein, mutig. So, und dann erstmal Stopp. Ein schönes Rührhölzchen, ne? Und dann gebe ich mal Gas. Gucke ich mal, wie viel ich da dunkler machen kann. Wie gesagt, die lasse ich mir ja noch so, die Farbe. Falls ich hier irgendwann mal in der Küche halt, wir leben hier, ne? Ist normal, ne? Wenn man was beistreichen muss. So, die große Veränderung sehe ich hier nicht. Also mutiger werden. Blub, blub, blub. Mutiger. Da muss ein Unterschied dran. Und da sind keine Grenzen gesetzt. Du könntest es jetzt sogar so lassen, so spachteln, so rausnehmen und an die Wand machen. Ausprobieren, machen, tun. Da kann man, also grenzenlos. Ne? Da könnt ihr mal im Internet gucken. Der YouTuber, der Maler, ja? Super YouTuber, und der hat auch mal Farbe gespachtelt, ob der Marmortechnik gesagt hat oder Farbe spachteln, Marmoroptik. Mega geil, was der da draus gezaubert hat. Mit einem Ast hat er da so Linien reingezimmert. Also wie so eine Maserung, also richtig geil. Ne? Mag ich sehr, experimentierfreudig, und guck da mal rein. Und dann seht ihr, was der da gemacht hat auf einer Übungsplatte, Übungswand, sage ich jetzt mal. Ich mach's hier, hier lebe ich drin, ne? Und der hat das auf einer Übungswand gemacht. Einfach nur geil. Ne? Inspiration. Complication. Boah, ich kann Englisch so. So, ich mach's noch ein bisschen dunkler. So, den Unterschied kann man erkennen. Der ist nicht so stark. Der ist natürlich dunkler als der Originalton. Dann habe ich mir den jetzt hier draufgelegt. Das ist ja der Originalton. Dunkler. Und wie gesagt, wir trauen uns jetzt ein bisschen was und bringen das mal an die Wand, die hinter mir ist. So, ich fange an. Ich sitze immer schön auf der Leiter. Und ich habe hier so eine rostfreie Spachtel. Die nehme ich jetzt als erstes. Da mache ich ein paar Flecken. Gehe ich komplett ab. Tunke hier rein. Mache gar nichts. Also da ist nichts drauf hier. Da ist kaum was drauf hier. Seht ihr das? Da ist kaum was drauf. Und da mache ich jetzt einfach ein paar Flecken. Das jetzt die ganze Zeit. So, mache ich gleich kommentarlos, nehme ich da was auf. Meine Frau hilft mir da ein bisschen zu filmen. Und dann werdet ihr sehen, wie fleckig das gespachtelt ist. Also eine Fleckspachtelung. Und ich sag mal, ich fange mit dunkel an. Nimm hell, dunkel, hell. Also ich höre auf jeden Fall mit dunkel auf. Muss ich mal gucken, ja, wie, bis mir die Struktur oder die Farbgebung gefällt. Und dann wird das am Schluss mit der Spezialkelle verpresst.
so kann man auch lassen. Ich erkläre mal, da bin ich fertig. Wäre eine Möglichkeit von 1000. Wie gesagt, so lasse ich natürlich nicht. Jetzt nehme ich den Originalton. Mache ich die gleiche Fleckspachtelung, nur nicht an diesen Stellen. Ich gehe dazwischen jetzt. Einfach so dazwischen. Auch wenn das nicht alles abdeckt, ist nicht so schlimm. Es wird mehrmals gespachtelt und irgendwann kommt dann eine Struktur raus. Wie gesagt, und das ist von Handwerker zu Handwerker anders, weil der eine macht so, der andere so, von unten nach oben, dies, das, jenes. Ist wirklich sowas von individuell, weil das ist meine Handschrift, meine Wand. Auf der nächsten Wand ist es schon wieder anders. Ja, das ist nie gleich. Und ja, da sind die Möglichkeiten grenzenlos und es ist wirklich immer individuell. Jede Wand ist individuell für sich. Gut? Also, schaut mal ein bisschen drauf und dann geht es wieder. Ich könnte das jetzt auch schon mit der Kelle auftragen, will ich aber nicht. Ich habe mir die kleine Spachtel, wo habe ich sie denn jetzt? Die habe ich sauber gemacht und jetzt nehme ich halt den hellen Farbton. Einfach gucken. Immer gucken. Dass du mir ein bisschen hilfst beim Filmen. Jetzt bin ich das zweite Mal fleckig drüber gegangen, seht ihr auf dem Foto. Und warum? Um halt diese Mini-Vertiefungen gleich tue ich die komplett, nämlich mit der Spatula Stuhlkelle, tue ich alles komplett spachteln und dann gucke ich, dass ich einen Schwung drauf habe. Stell dich mal da vorne hin, Schatz, bitte. Das wäre sehr nett. Ne? Und meine Frau macht mir zum Beispiel immer Kaffee, wenn ich hier am Arbeiten bin. Versorgt mich mit Getränken, zwischendurch Süßes und so. Ne? Wir haben uns halt ein bisschen lieb. Also, das war eben das Dunkle. Jetzt wieder mal das Helle, um später so eine Tiefe reinzubekommen. Wir wollen aber für den dunklen Ton entscheiden. Also nehmen wir jetzt mehr den dunklen Ton. Und irgendwann mal, nach dem dritten, vierten, fünften oder sechsten Mal, wenn uns die Schläge gefallen, das werde ich alles mal so ein bisschen filmen und fotografieren. Dann lasse ich das und dann wird das verpresst. Und das zeige ich euch diesmal auch mit dem Verpressen. Und ich habe mich extra für eine dunkle Farbe entschieden. Warum? Weil Farbe, wenn man später mit einer Spachtel später drüber geht, gibt es so ein dunkles, wie von der Kelle, so ein Abrieb, so einen dunklen Abrieb. Deswegen für eine dunkle Farbe entschieden, dann fällt das nicht so auf. Nimmt man eine helle Farbe, oh, das ist echt schwierig, da keinen Abrieb hinzubekommen. Ja, gut. Das trocknet alles ziemlich schnell oder wenn es minimalistisch noch nicht trocken ist, man kann direkt mit dem nächsten Farbton sofort wieder weitermachen. Mit dem dunkleren mache ich sofort wieder weiter. Es muss nicht trocknen. Wie gesagt, so, man sieht es, hier ist noch dunkler die helle Farbe. Das ist alles egal. Da geht man einfach weiter drüber. Ne? Und dann wirklich, bis einem das gefällt. Und man kann nie sagen, dass es gleich ist. Wie gesagt, der eine macht so. Ich hätte auch jetzt hier auch drüber gehen können, über alles. Und der andere macht so. Wie gesagt, das liegt von Handwerker zu Handwerker, ist das was ganz anderes. Ne? Oder einer macht mit Pinsel noch irgendwelche Schlägereien. Oder einer macht die ganze Zeit so, egal was. Blödsinn jetzt halt. Ne? Aber das ist wirklich individuell. Einfach mal probieren, machen, tun. Und wichtig ist, wenn meine Frau sich nachher wieder hier hinstellt, dann sehen wir halt dieses Streiflicht, wie das jetzt aussieht und das wirklich wird von Mal zu Mal, wird das immer, immer glatter. Das ist einfach nur krass geil. Also wir finden es toll und wenn wir später wieder hier meine Frühstücksaufnahmen machen und die Schlachtansage hier kommt und dann tauscht euch mal der Finger drauf, hey, ne? Und dann passt das schon. Ne? Also wie gesagt, Endergebnis ist auch ein bisschen die Überraschungstüte und ja, ich hoffe, meiner Frau gefällt es. Das ist mir persönlich das Wichtigste und aber ich glaube schon. So, jetzt nehme ich die Spatula Stuhlkelle, diese spezielle Glättkelle.
Und jetzt gucke ich, dass ich jetzt schon einen Schwung drauf bekomme, den ich die ganze Zeit halte. Den mache ich jetzt immer so. Ja? Außer am Rand, da muss ich mal vielleicht ein bisschen so machen. Ist halt so, ne? Also vielleicht kann man so ein bisschen schon erkennen, also dass da Glanz entstehen wird. Dreimal habe ich drüber gespachtelt, jetzt mit dem Dunklen. Also nicht mit dem Dunklen. Insgesamt dreimal habe ich drüber gespachtelt. Das erste Mal dunkel, fleckig, hell, fleckig. Und das dritte Mal komplett, aber dann mit der Spatula Stuhlkelle. Ne? Und meine Frau sagt, wow, ne? Nicht schlecht. Man sieht, dass es jetzt noch, oben, unten ist es ein bisschen nass noch. Ein bisschen gebe ich ihm jetzt noch. Ich muss ja auch was trinken, was essen. Ne? Aber ich bleibe jetzt weiterhin dran. Und wahrscheinlich werde ich es noch einmal komplett spachteln. Mit der dunklen Farbe, weil ich finde, so der Kontrast mit dem Grau und diesem Grau ist gut. Finde ich okay. Und da kann man manchmal erkennen, das seht ihr jetzt nicht, auch wenn das zweite Mal Spachtel mit dem Hell, ne, minimalistisch so eine Nase gelassen habt. Und ich, ne, wie gesagt, das ist so, dass die müsst ihr wegmachen. Aber wenn es mal passiert, dann ist es halt so. Ne? Ich nehme es jetzt so an, wie es kommt, und das ist später glatt, das ist pflegeleicht und dann sind wir zufrieden. Also, und ich möchte nachher den Glanz zeigen und wirklich, es ist eine Art von vielen, ein optisches Highlight zu machen. Ne? Es gibt, glaube ich, 1000 verschiedene Kreativtechniken und das ist jetzt eine davon, die ich mache. Und gleich stelle ich mich wieder hier vorne hin und dann zeige ich euch das mal. Wie gesagt, guck mal hier, wie schön, das ist hier die Ecke und jetzt bin ich noch angekommen, Mist, ist egal, ne? Das ist jetzt die Ecke und dann bekommt das so diese Schattierung, ihr seht ja dieses Dunkle, ne? Das kommt danach alles raus und dann ist es gut. Ne? So, drittes Mal gespachtelt, fertig. Habt ihr hier gesehen? Vollflächig. Deswegen Kaffee, Puddingteilchen. Und dann der vierte Jan. So, Kaffee fertig. Puddingteilchen fertig. Emma steht parat. Kelle nochmal schön sauber gemacht. Und vierter Gang, vielleicht der letzte. Vierter Gang ist fertig gespachtelt und meine Frau hat gesagt, sie erahnt, also sie findet es jetzt schon gut, aber die stellt sich jetzt mal da vorne hin. Man sieht jetzt schon mal diesen Glanz, schaut aber, wie das jetzt aussieht, wie dieses Fenster hier halt diesen Glanz überträgt. Der wird gleich durch das Verpressen, also wie beim Kacken, da muss man richtig drücken und wirklich wieder mit diesem Spatula-Stuhl-Werkzeug, wirklich. Und dann, ich stelle dich mal wieder da vorne hin, bitte, mein Schatz. Weil wenn man mit der Kelle links, rechts, selbst das kommt später zum Vorschein. Wenn man nur so macht, auch das wird sichtbar sein. Also das ist wirklich von Handwerker zu Handwerker anders. Sowas von individuell. Man geht ja von der Ecke so weg, von oben so weg und dann drückt man mal, wie hat man am besten Power, was kann man am besten machen, ne? Und ich werde versuchen, so einen leichten Kreuzgang zu verpressen. An den Seiten nehme ich was mit und unten, von unten halt, aber das Größte werde ich so verpressen. Und dann haben wir Ruhe. Wie gesagt, ich hoffe nur, dass es meiner Frau gefällt. Das ist für mich das Allerwichtigste. Und das war's. Wann verpresst man?
Also ich habe hier noch ein paar nasse Stellen an der Wand. Also ich würde sagen, wenn das gerade die Wand komplett getrocknet ist, so der letzte Rest, dann würde ich jetzt verpressen, weil wenn es zu nass ist und man verpresst, kann sein, dass die Farbe wieder abgeht oder wie soll ich sagen, ja, dann geht vielleicht die Farbe ab. Das sieht dann scheiße aus, ne? Ist mir, weil ich weiß das, mir ist sowas schon mal passiert und es kann auch immer mal passieren, ist leider so, aber deswegen gebe ich jetzt den Tipp nochmal, da unten, wie gesagt, da ist noch nasser, man sieht die dunklen Stellen, deswegen warte ich noch ein bisschen, habe ich schon mal ein Fenster aufgemacht, damit wirklich jetzt mal das gut trocken ist, also wirklich gerade wenn der letzte Rest trocken ist, dann verpressen. So, es gibt zwei Arten von Verpressen, sage ich jetzt mal. Und das würde man so nennen, wenn man den ganz flach drauf tut und dann richtig drückt, vorsichtig, sagen wir mal Bügel oder halt wirklich so ganz schräg hält und drückt hier. Ne? Also das würde ich jetzt sagen, eine Art Bügel und das andere ein bisschen ganz stark, so, ganz scharfkantig oder flach abspachteln. So ganz flach abspachteln, aber mit viel Druck. So würde ich das jetzt nennen. Ne? So, jetzt habe ich nochmal die Kelle richtig sauber gemacht, trocken. Und dann geht es jetzt los. Weil wenn jetzt hier irgendwas drin ist, das überträgt sich alles auf die Wand. Ne? Und gleich halten wir hier die Kamera drauf. Ich fange von da oben links an. Und dann seht ihr mal, wie in Anführungszeichen das hier aussieht. Und wenn ich dann mit der Kelle da vorbeigegangen bin, wie sich das Bild ändert. Ich hoffe, alles das, was ich sage, stimmt jetzt auch. Ansonsten ist die ganze Aufnahme für den Arsch. Jetzt haben wir mal die Steckdosen dran gebracht. Hier sieht wieder optimal aus. Besser als da vorne die Steckdosen, wenn man die abklebt. Man sieht hier hinten das Fenster, ja, die Wand glänzt. Und meine Frau ist zufrieden mit den Schlägen. So sieht das von der Nähe aus. Ja. Und das ist überall anders. Ne? Kommt echt auf den Untergrund an. Und ja, wir sind zufrieden. Das reicht wieder. Das trocknet jetzt alles noch ein bisschen. Und ich gucke mal, ob ich das anders einfangen kann. Und fertig. So kann man das. Also wie gesagt, mit der Kamera ist das schlecht einzufangen. Jetzt habe ich mal ein Bild gefunden. So sieht das eigentlich aus, das Ganze. Und das kann man sich auf der, auf der ganzen Wand vorstellen. Und weil, wie gesagt, wenn ich weiter weggehe, der Lichteinfall ist einfach anders. Meine Frau ist zufrieden. ja, man kann sich das so vorstellen und das ist wirklich immer individuell. Es kommt echt auf die Schläge an, die einer macht, wie der das spachtelt. Und jo, das war's. Demnächst setze ich mich wieder da vorne hin, quatsch mit euch, dann begrüße ich euch, dann sage ich euch die nächste Baustelle an, was ich vorhabe. Bis dann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Daumen nach oben, Jungs und Mädels. I've been living life right, like I could just die and